So, Achtung, das sind jetzt alles hier CPP-Dateien von den, von eben, von den ganzen H-Dateien eben. Wir gehen da rein. Und jetzt könnte es sein, dass wir für jede CPP-Datei ein paar H-Dateien haben. Wir können hier oben ein paar H-Dateien zeichnen. Und wir sollten das nach oben verschieben. So, und genau das, was wir eben hatten, ist jetzt in jeder CPP-Datei vielleicht das include und das include. Und hier ist das include und das include und das include. Und hier ist das drinne und das drinne und hier ist das drinne. Genauso werden die vom Präprozessor alle bearbeitet. Und jetzt mal abgesehen davon, dass die hier dieselbe H-Datei einbinden, haben die eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun hier, die zwei Klassen. Das heißt, rein technisch sind die hier voll getrennt und die hier auch und die hier entsprechend auch. So, wie kommen die jetzt zusammen? Jetzt kommt das raus, was wahrscheinlich alle schon kennen, das sind die sogenannten Object-Dateien. Das heißt, dieser Teil hier mit der CPP-Datei, der wird jetzt kompiliert und da kommt eine Object-Datei raus. So, und wenn wir, ach so, wir sollten auch noch Pfeile dran machen. So, und jetzt werden einfach diese Object-Dateien alle zusammengesteckt sozusagen. Ich mache es mal ein bisschen auf die einfache Sache. Und wir machen hier unten weiter. Und dann kommt irgendwann die Echse unten raus. So, alles ganz gut. So, und jetzt hatte ich das vorhin angesprochen. Wir wollen auf die Folge von CPP-Includes hin. Das heißt, jetzt wäre mal interessant, was würde eigentlich passieren, wenn die Klasse 1.cpp die Klasse 2 einbinden würde? Und die Klasse 3.cpp würde auch die Klasse 2 einbinden. Das würde vor allem bedeuten, dass diese tollen grünen Striche hier gar nicht mehr da sind. Aber irgendwie schon. Also machen wir sie lieber wieder hin. Aber ein bisschen kleiner. Oder so um den Pfeil drumherum. Ha? So. So, bevor wir den Gedankengang jetzt aber weitermachen, wollen wir erst noch mal kurz CPP und H-Datei ein bisschen klären, was da eigentlich normal der Unterschied ist. Ich gehe mal auf eine leere Seite. Wir haben also hier eine H-Datei und hier haben wir eine CPP-Datei. Was sagt die H-Datei? Das ist immer so der Bauplan, finde ich. Das ist das, was gesagt wird. Das heißt, man hat irgendwo ein Stück Papier, wie jetzt irgendeiner, der einen Bauplan macht. Das ist irgendwie jetzt komisch, aber egal. Und da steht dann drauf, zum Beispiel hier so, dass wenn ich ein Haus haben will, dann soll das so aussehen, so und die Höhe hier, die ist so, die sind dann 5 cm. So, und das Dach ist, keine Ahnung, hat die Dicke so und so und hier muss so viel Platz sein und hier muss auch so viel Platz sein und hier muss so viel Platz sein. Also ist der Bauplan. Was steht in der CPP-Datei? Ich versuche es jetzt mal ein bisschen schön dreidimensionaler zu machen. Da ist dann quasi das tatsächliche Haus, was wir eben modelliert haben, in 3D. Was hat das jetzt zu bedeuten, wenn hier der Plan ist und hier das Haus? Das hat übrigens auch eine Tür. Was ist für uns im Plan wichtig? Im Plan ist wichtig, dass wir wissen, hier ist eine Tür, da kann man reingehen. Lieber mit einer anderen Farbe, hier ist eine Tür, da kann man reingehen. Und hier ist ein Fenster, da kann man rausgucken. Das steht jetzt nicht hier, das können wir hier nochmal schnell dran malen. Da ist ein Fenster, kann man rausgucken. Und hier ist vielleicht so ein Dachstuhl und da kann man sogar stehen. Ja? So, hier ist unser Dachstuhl. Ich male den einfach mal so dran. Was jetzt passiert, wenn man ein normales Programm schreibt, ist, man sagt an verschiedenen Stellen, okay, übrigens, so sieht das aus. Du hast auf jeden Fall eine Tür, du hast auf jeden Fall ein Fenster und du hast einen Dachstuhl. Was dann tatsächlich, wie das Haus tatsächlich aussieht hier auf der rechten Seite, das interessiert uns eigentlich gar nicht, wenn wir die H-Datei einbinden. Wir können hier auch nochmal einen Punkt hinmachen. Wir versprechen sozusagen, so wird das Haus nachher aussehen. Okay, dann können wir jetzt weitermachen. So, langsam gehen wir die Farben aus. Okay, was passiert, wenn die Klasse 1 CPP gebaut wird? Wir haben also die H-Datei und diese H-Datei. Die wird da reingesetzt. Außerdem wird noch die Klasse 2 PPP CPP mit reingesetzt. Daraus, aus diesem ganzen Konstrukt, dann wird eine Object-Datei generiert. In dieser Object-Datei ist diese H-Datei, ist diese H-Datei und ist diese CPP. Das heißt, dieser Entwurf, hier ist ein Entwurf drin, hier ist auch ein Entwurf drin. Ich gehe nochmal zum Bild von eben. Entwurf, Entwurf. Und hier ist quasi das Haus drin. Das kommt alles hier in die Object-Datei und dann können wir weitermachen. Und damit es ein bisschen klarer wird, mache ich hier den ganzen Kringelzeug wieder weg. So. Jetzt wird die Klasse 2 PPP gemacht. Die benutzt diese, diese und diese. Das kommt alles da rein. So, so, so. Und daraus wird dann die Object-Datei erstellt. Das gleiche passiert hier. Wir nehmen diese, 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 diese. Ist ja eigentlich analog. So. Und das geht auch alles in die Object-Datei. So. Wir machen jetzt die ganzen Kringel nochmal weg, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Was man vielleicht an dem Abarbeiten, was ich eben gemacht habe, schon gesehen hat, wenn kompiliert wird, dann wird jede CPP-Datei einzeln genommen. Diese CPP-Datei, diese CPP-Datei, diese CPP-Datei. Auch vorher, wie ich es erklärt hatte, es wird jeweils aus jeder CPP eine Object-Datei erstellt. Und wenn die CPP-Datei leer ist, dann ist sie halt leer, aber es wird trotzdem eine Object-Datei daraus erstellt. Das ist ganz wichtig. Was jetzt passiert ist, wir haben die Klasse 2 CPP hier.
in dieser Objektdatei, in dieser Objektdatei und in dieser Objektdatei. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach mal das Studio und gucken uns an, was passiert, wenn wir das machen. So, wir sind im Visual Studio. Ich habe jetzt alle drei Klassen 1, 2 und 3 mal in unser Hauptprogramm eingebunden. Und wir haben, und den Rest der Includes haben wir entsprechend diesem hier gemacht. Und das Ganze können wir jetzt einfach mal bauen lassen. Und wir sehen schon, das sieht grausam aus. Was zum Teufel ist? Fragezeichen, Fragezeichen, Klasse 0, 2, wenn sie. Na gut, was steht hier eigentlich? Wir gehen mal ein bisschen weiter nach rechts. Steht hier already defined in Klasse 1 Object. Wir können ja einfach mal testweise, ich gehe nochmal zum Bild, wir können ja einfach mal diesen Include hier wegmachen. Der scheint ja, ja, wir können den einfach mal wegmachen und gucken, was passiert. Wir sind hier in Klasse 3. Wir kommentieren den Include aus und bauen neu. Da steht immer noch irgendwas. Hier steht fatal, one or more, multiply, defined, symbols found. Wenn wir hier genau hingucken, dann steht da irgendwas von, dass scheinbar der Konstruktor und der Destruktor von Klasse 2 mehrmals drin sind. Wir gehen in Klasse 2 rein. Das heißt, diese hier sind irgendwie mehrfach definiert. Was können wir machen? Wir können jetzt einfach mal schreiben, frag mal once. Ich glaube, das ist speziell für Visual Studio. Und wir bauen einfach nochmal. Und wir sehen, es ist irgendwie der gleiche Fehler. Bringt wohl nichts. Wir können einfach mal so ein if-dev drumherum machen. So, ich habe es mal zusammengeschrumpft. Okay, was machen wir jetzt? Nur wenn das nicht definiert ist, dann soll er es definieren. Okay, kennt man normalerweise dieses Pattern. Wir bauen nochmal. Wir haben denselben Fehler immer noch. Und genau das ist das, was ich ursprünglich ansprechen wollte. Das ist genau dieser Type-Redefinition-Fehler, den wir gerade bekommen. Gut, in meinem Beispiel war es Type-Redefinition-Fehler. Okay, ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Aber hier ist es einfach so, dass diese zwei Funktionen neu definiert wurden. Okay, was ist das Problem jetzt? Ich habe doch hier gesagt, er soll es nur reinfügen, wenn es noch nicht da ist. Hier nochmal kurz zur Folie von eben. Wir können ja sagen, wir machen diesen Fall hier auch noch weg. Wir nehmen also das Include weg. So, wir sind jetzt in Klasse 1H. Ich hatte mich übrigens vorhin vertan bei Klasse 3. Wir hatten das in der CPP-Datei drin stehen, das Include. Müsste natürlich in die H-Datei. Aber das Ergebnis ist dasselbe. So, wir sind jetzt hier, nehmen das einfach mal raus und bauen neu. Jetzt läuft er durch. Wir tun es wieder rein. Bauen neu. Und der läuft nicht mehr durch. Was ist das Problem? Und jetzt wird genau das interessant, was ich hier erklärt habe. Wir können dieses nochmal wegradieren und der rechte Teil ist uns erstmal egal. Und weil der uns so egal ist, würde ich sagen, wir löschen den einfach. So, was ist jetzt also das Problem, wenn wir hier einen Include da drauf machen? Oh, so. Wir können uns nochmal das Bild angucken. Hier ist ein Haus bei der CPP-Datei. Das heißt, dieses Haus, was in dieser CPP-Datei steht, das kommt jetzt in diese Objektdatei und das kommt in diese Objektdatei. Wir haben jetzt zwei Objektdateien. In beiden ist ein Haus. Und jetzt fragt sich der Compiler natürlich, okay, oder der Linker, okay, welches Haus von beiden soll ich denn jetzt nehmen? Ich meine, ich weiß zwar überall, wie diese Pläne aussehen, aber ich weiß jetzt nicht, welches Haus soll ich jetzt nehmen? Unterscheiden die sich vielleicht? Das weiß er nicht. Warum kommt es zu dem Problem? Eigentlich haben wir doch hier in Klasse 2 ganz klar gesagt, er soll es doch nur reinnehmen, wenn er es noch nicht hat. Warum hat er es jetzt also doch zweimal? Wieso hört er nicht auf uns? Und das Ergebnis, das Geheimnis will ich mal sagen. Wir machen die Liedern-Pfeile auch mal weg. Ah, die können wir da lassen. Das Wichtige oder das Geheimnis dabei ist einfach, dass das hier getrennt betrachtet werden muss. Es wird erst diese Klasse 1 CPP gemacht. Daraus wird eine Objektdatei generiert. Und wenn diese 1 CPP macht, dann holt er sich auch die 2 CPP. Das heißt, er geht in diesen Teil rein, guckt, okay, es ist noch nicht definiert, definiert es und sagt, okay, füge die Dinger hinzu und sagt dann, okay. So, jetzt ist der hier fertig. Das ist einfach nur ein Schritt und dann macht er den nächsten Schritt. Alles, was vorher war, ist ihm alles völlig egal. Das bedeutet, wenn er jetzt die Klasse 2 CPP kompiliert, dann tut er so, als ob es das alles hier gar nicht gibt. Das heißt, er macht die Klasse 2, fügt sie in seine Objektdatei rein und auch hier ist es wieder so. Er kommt irgendwann hier an und sagt, okay, Klasse 2 ist ja noch nicht definiert, weil alles, was hier war, ist uns ja egal. Das vergessen wir, das sehen wir gar nicht. Sagt dann, gut, dann definieren wir die doch mal. Und so landet das gleiche Haus, sage ich mal, auch in der Objektdatei. So, und irgendwann im Bildprozess später müssen ja dann die Objektdateien alle zusammengefügt werden. Deswegen ist der Strich eigentlich zu groß, er muss eigentlich nur hier sein. So, jetzt werden die zusammengefügt. So und so. Und dann haben wir hier plötzlich, genau das, was ich eben gesagt habe, haben wir hier zwei Häuser stehen. Und die sind zwar eigentlich gleich, aber der Compiler weiß ja nicht, ob sie wirklich gleich sind. Welches soll er davon denn jetzt nehmen? Und sagt uns natürlich, dass beide schon definiert sind. So, und jetzt in der Summe, was man aus diesem Video vielleicht mitnehmen sollte, das, was ich eigentlich erklären wollte.
Der Build-Prozess läuft so, dass jede CPP-Datei einzeln verarbeitet wird. Jede Datei, die eingebunden wird, ist wie die Header-Datei. Die ganzen Header-Dateien sollten eigentlich nur Forward-Deklarationen enthalten. Dann wird jede CPP-Datei einzeln verarbeitet und zu einer Object-Datei gemacht. Einzeln, getrennt. Deswegen ist dieser Strich hier ganz wichtig. Und nachher wird alles zusammengefügt. Und das muss einem immer klar sein, wenn man eine CPP-Datei hat. Sobald man eine CPP-Datei in ein Projekt hinzufügt, dann kommt die CPP-Datei hier in so eine Liste rein und die nächste CPP-Datei in das nächste Teil. Also es wird eine Liste erstellt und diese Liste wird einfach abgearbeitet und es wird aus jeder CPP-Datei eine Exe erstellt. Eine Object-Datei, keine Exe. Und deswegen ist es auch immer gefährlich, wenn man CPP-Dateien einbindet, weil man dann ja Häuser mit einbindet. Und dann muss man zusehen, dass es auf jeden Fall immer nur einmal im... Und was man sich vielleicht dann auch noch mitnehmen sollte ist, falls man keinen Bock hat auf die Trennung zwischen Header und CPP-Datei, was man eigentlich einhalten sollte aus anderen Gründen, dann sollte man allen seinen Quellcode nicht in die CPP, sondern am besten alles in die H-Datei schreiben und die CPP einfach leer lassen.